11 Stunden von Rio nach Frankfurt, da Party mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, dann nochmal eine Stunde Flug nach Hamburg. Jetzt ist Lauritz Schoof wieder im Norden. Lauritz, herzlich willkommen zurück. Danke, vielen Dank für die Willkommensfeier hier. Irre. 10 Tage in Rio nach dem Finale, wo es Gold geworden ist. Was haben Sie gemacht? Ja, ich habe die Zeit eigentlich verbracht zu feiern und mir Sportwettkämpfe anzugucken. Das war einfach klasse. Es gibt ja sonst nicht die Möglichkeit, so konzentriert alles Mögliche zu sehen, und das war einfach klasse. Die Medaille, war die immer am Hals, 500 Gramm oder? Ja, nicht die ganze Zeit, am Anfang schon, die ersten beiden Tage ja. Und ich habe die Medaille eben dann den Bernds, den Supportern des Netzcup, mitgegeben, weil es eben... Weil ich ein bisschen unsicher war, ob ich die eben im Dorf lassen sollte. Wird sehr viel geklaut, sind schon viele Sachen weggekommen, und das wollte ich nicht riskieren. Und jetzt die Freude auf zu Hause, worauf freuen Sie sich am meisten? Ja, ich freue mich erstmal eigentlich darauf, hier anzukommen, das alles mitzunehmen, den ganzen Hype, diesen tollen Empfang, den Hamburg hier bereitet. Und heute waren wir vorerst ja auch in Frankfurt, das haben sie genauso klasse gemacht, und ich glaube, jeder Athlet ist unheimlich glücklich, jetzt wieder in Deutschland zu sein, eine unheimliche Reputation zu bekommen. Und das ist einfach das, was ja neben dem Sport nach den Wettkämpfen auch zählt. Und ich glaube, wir alle sind sehr, sehr glücklich. Und ich werde jetzt einfach nochmal das auskosten, zu Hause sein und vielleicht noch ein paar Freunde besuchen. Und so viel Zeit bleibt dann auch nicht mehr, um dann wieder mit dem Studium anzufangen. Ins Boot schon wieder? Das, ja, weiß ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, jetzt erstmal ein bisschen Pause zu machen, also die nächsten Wochen. Mich halt, wie gesagt, auszuruhen, entspannen, das Studium anzufangen. Und dann muss ich mal gucken. Aber... Ganz viel Spaß dabei, viel Entspannung, viel Ruhe. Das war's hier vom Hamburger Flughafen. Allen noch einen schönen Abend. Tschüss.